Wir stellen euch heute das Standard-Abo für den August vor und wir freuen uns riesig. Aber nicht mit dir. Ihr seid bei euren Freunden eingeladen und wollt ein cooles Gastgeschenk mitbringen, was ihr eventuell mit denen teilen wollt, was die aber auch alleine genießen können, ihr mit denen genießen könnt, ganz egal. Das American Pie von Brewski aus Schweden. Eine Berliner Weiße mit einem Haufen Brombeeren. Richtig saftig. Auch mit Vanille. Kommt richtig schön durch. Aber auch eben diese tollen, saftigen Brombeernoten und Himbeernoten. Und das macht richtig Spaß. Warum sollte man ein Bier teilen? Weil es einfach Spaß macht, weil man sich darüber austauschen kann und weil man sich so auch einfach mal eine Dose, die einem vielleicht ein bisschen spezieller vorkommt, auch mal aufteilen kann, sodass nicht jeder halt so ein großes Bier dann trinken muss. Ein Bier so weit weg vom Reinheitsgebot, wie ihr es euch nur vorstellen könnt, damit könnt ihr auf jeden Fall mal ein paar Leute überzeugen und mal zeigen, was Bier noch kann. Prost! Dann hast du noch einen Schluck für mich? Hier ist es. Yes! Orange Sunshine von Überquell. Nicht nur für isotonische Zwecke geeignet, sondern auch zum Backfischbrötchen. Heute ist Sonntag, ich kann es mir leider nicht holen, deswegen muss ich es einfach nur so trinken und es schmeckt fantastisch. Das Patersbier lädt auf jeden Fall ein bisschen zum Verweilen ein. Westmalle kennt man ja durchaus von extrem hochprozentigen Bieren. Was heißt extrem? Aber durchaus hochprozentigere Biere. Hier gibt es mal ein Bier, was einfach weniger Alkohol hat, leichter eingebraut ist, einen kleines Highlight bei uns auch im Abo. Das Westmalle Extra. Extrem, seht ihr schon am Schaum, super feinporig, tolle Kohlensäure. Und wir finden einfach, dass das Bier so ein richtiger Entschleuniger ist. Wenn ihr mal abends einen schlechten Tag hattet, mal gemütlich euch in den Garten setzt, vielleicht auch gemütlich auf die Couch setzt, egal wohin, einfach mal genießen und probieren. Prost! Ihr seid bei Freunden und ihr wisst nicht, was ihr mitnehmen sollt. Einfach mal ein California Common oder ein California Lager mitbringen. Ein recht unbekannter Bierstil hier in Deutschland, der dennoch selbst bei Anfängern für Überraschung sorgt und nicht langweilig wirkt. Etwas höhere Malznote, das könnt ihr sehen, ein bisschen dunkler. Lass uns probieren. Eine leichte, bittere, schöne florale Note. Kann man auf jeden Fall überraschen. Billy, oh. Du hast ein Bier. Was ist das? Gott sei Dank. Johnny Lowe von Leerweg. Ein absoluter No-Brainer. Ihr seid unterwegs, wollt irgendwie zum Strand, in den Park. Vielleicht habt ihr auch gerade Urlaub und plant euren Urlaub. Packt auf jeden Fall das Bier-Abo ein. Weil das ist eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und hier haben wir das Johnny Lowe von Leerweg aus Norwegen. Absolut lecker. Einfach frisch. Und einfach so easy, weil nur 2,5% Alkohol. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Erwischt. Ich mache eine Pause. Und für mich bedeutet bei einer Pause, dass ich ein sehr aromatisches und ein sehr leicht trinkbares Bier habe. Und für so einen Moment der Erholung ist ein New England Pale Ale perfekt. Und das hier ist das Mo vom Braukollektiv in Freiburg. Und probieren wir es. Ich möchte weiter sitzen. Das Wetter macht uns gerade leider einen Strich durch die Rechnung. Deswegen machen wir hier gerade eine kleine Pause hier unter der Brücke. Sehr gemütlich und haben uns gedacht, wir machen uns dann hier einfach das Bier von Flügge auf. Ein Sour IPA möchten wir euch ganz toll ans Herz legen, wenn ihr bisher zum Beispiel bei Dinnerpartys, bei gemütlichen Essen mit euren Freunden Weißwein gepairt habt oder auch einen anderen säuerlicheren Drink. Da ist ein Sour IPA echt eine gute Empfehlung, um es mit Essen zu verbinden. Ein schöner Begleiter. Prost. Digga, wann hast du letztes Mal im Park ein Bier getrunken? Ich auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Hanskraft, Kellerpilz. Kann man überall trinken. Super. Zur Entspannung, Feierabend. Einfach mal abschalten. Die Seele baumeln lassen. Schmeckt's?
habt ihr schon mal bei lauten Fluggeräuschen und einer nervigen Fliege ein Mo vom Brei-Kollektiv?